Oktober 1913 am Rio Magdalena. 700 PS kämpfen gegen das große Wasser an. Großes Wasser, so nannten die Indianer einst Kolumbiens längsten Strom. 1000 Jahre später wandern neue Namen über den Fluss. Auf den ersten Blick fremd, ja exotisch. Aber dieser Name ist hier gar nicht so ungewöhnlich. Schon seit 1824 betreiben deutsche Unternehmer die Dampfschifffahrt auf dem Magdalena. Und sie sind auch noch jetzt gut im Geschäft. An Deck eine bunte Gesellschaft. Familien, die ihre Verwandten besuchen, Kaufleute und Händler. Offiziere auf Urlaub. Wanderhuren, unterwegs zu den großen Festen im Landesinnern, wo es reichlich Freier gibt und wohin nur dieser Fluss führt, den die spanischen Eroberer nach der reuigen Sünderin aus der Bibel benannt hatten, nach Maria Magdalena. Unter den Passagieren fällt einer besonders auf. Die Kolumbianer haben ihn längst eingeordnet. Geschäftsmann oder Forscher, jedenfalls aus Europa. Konrad Theodor Preuß ist Ethnologe mit angesehenem Arbeitsplatz, dem Museum für Völkerkunde in Berlin. Aber er hat auch schon in Mexiko unter Indianern gelebt. Was treibt ihn jetzt mit 44 nach Südamerika? Preuß hat zu Hause Erstaunliches gehört. Von einem uralten Heiligtum tief im Süden Kolumbiens, nahe den Quellen des Rio Magdalena, den die Indianer dort Fluss der Gräber nannten. Ein magischer Ort, voll furchterregender Monster. Nur dürftig beschrieben, aber nie richtig erforscht. Das ist sein Ziel. Noch ist das Ziel weit entfernt, der Weg dorthin gefährlich und voller Hindernisse. Aber wer zu den Quellen will, muss gegen den Strom schwimmen. Was für ein Strom dieser Rio Magdalena, launisch und unberechenbar. Selbst sein Bett wechselt er ständig. Der Unterlauf teilt sich in mehrere Arme und führt durch das Reich der Könige von Malambo. Mitten in den Sumpfgebieten, zwischen unzähligen Wasserstraßen, blühte ihre Kultur. Aber das war vor über 3000 Jahren. Malambo ist längst verschwunden und vergessen. Noch wimmelt es am Rio Magdalena von Alligatoren. Für die gelangweilten Machos an Bord der Schiffe sind sie lebende Zielscheiben. Sonst gibt es kaum Abwechslung. Ab und zu eine Hütte, davor ein mächtiger Holzstoß. Manchmal stoppen die Dampfer hier und laden Brennmaterial für ihre Heizkessel. Wenn es Abend wird, kehren die Händler heim. 100 Jahre vor der Bremen gab es nur diese schmalen, unbequemen Boote für Personen und Fracht. Vor der wochenlangen Reise machte man grundsätzlich sein Testament. Aber auch jetzt ist der Strom noch gefährlich. Ständig wechselt die Fahrrinne.
Unter dem Wasserspiegel lauern Sandbänke und eisenhartes Wurzelwerk. Beim Einbruch der Dunkelheit macht die Bremen in Mompos fest. Mompos, die Perle des Rio Magdalena, glänzte schon lange nicht mehr. Zwar hat auch hier die Belle Époque Einzug gehalten und mit ihr alles, was in Paris oder Wien gerade Mode ist. Aber der Flussarm, an dem Mompos liegt, war allmählich versandet. Immer weniger Schiffe legten an. Eine Laune der Natur hatte die Stadt von der Hauptverkehrsroute abgeschnitten, damit auch von den Quellen ihres Wohlstandes. Mompos trägt noch immer den Namen eines Indianerhäuptlings, der den Spaniern half, hier 1537 eine Siedlung zu gründen. Trotz ihrer stolzen Vergangenheit spürt die Stadt, wie sie langsam im Treibsand der Geschichte versinkt. Neun Tage ist die Bremen jetzt unterwegs. Bei La Dorada ändert sich die Landschaft. Wie weit ist der Fluss noch befahrbar, Kapitän? Zu dieser Jahreszeit nur bis Purification. Weiter geht es leider nicht. Und zwar nur mit kleinen Dampfern oder einem Champagne. Vorher aber muss Preuß noch einen Abstecher machen. In die Hauptstadt, nach Bogota. Hier besorgt er sich Genehmigungen und Empfehlungsschreiben für seine Forschungen und berichtet dem Präsidenten Kolumbiens von seinen Plänen. Exzellenz, in den wenigen freien Stunden studiert er das schmale Buch des Italieners Codazzi. Der Ingenieur hatte 1857 das geheimnisvolle Indianerzentrum als erster besichtigt und ein paar Skizzen gezeichnet. Preuß will weit mehr. Als er Bogota verlässt, ist er nicht mehr allein. Er hat einen Helfer gefunden, den 20-jährigen Telesforo Gutierrez. Dr. Preuß? Ich komme. In Purificación endet die Reise auf dem Magdalena. Gepäck und Ausrüstung werden auf Maulesel verladen, die sie auf dem Viehmarkt gekauft haben. Also pass auf, nimm bitte das Tuch hier und leg es dem Maultier über den Kopf. Hast du verstanden? Das Biest ist heute besonders nervös. Das Beladen der Tiere ist gar nicht so einfach. Da muss man schon die nötigen Handgriffe kennen, mit denen man Koffer und Kisten auf dem Packsattel befestigt. Führt das Seil unter dem Maultier durch. Und zieht es so fest wie möglich. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Los jetzt. Auch wenn sie die störrischen Vierbeiner später noch oft verfluchen, kein anderes Tier ist so ausdauernd, trittsicher und zuverlässig wie eine Mula. Auf ihrem Weg nach Süden erreichen sie den Rand der Wüste Tatacoa. 110 Quadratkilometer Sand und Steine, ganz in der Nähe des Flusses. Kaum zu fassen. Meile um Meile südwärts. Immer schmaler wird das Bett des Rio Magdalena und immer dichter rückt die Cordillere an den jungen Fluss heran. Nach 16 Tagen hat die Maultierkarawane ihr Ziel erreicht, San Agustin. Preuß und sein Begleiter finden Unterkunft auf einer Finca. San Agustin wurde um 1608 von Augustinermönchen gegründet, daher sein christlicher Name. Die frommen Brüder wollten hier die Andaquies missionieren, einen aufsässigen Indianerstamm. Schon die ersten Eroberer hatten sich mit ihnen herumgeschlagen und behauptet, der beste Indio liegt 4 Meter unter der Erde. Aber bis hierher kamen die Spanier nicht. Und in ihren Berichten steht auch kein Wort über die großartigen Monumente, die lange vor den Andaquies geschaffen wurden.
Preuß stolpert fast über diese rätselhaften Zeugen eines unbekannten Volkes. Mitten auf dem Dorfplatz haben die Bewohner 14 Steinfiguren in Reih und Glied aufgestellt. Er hält das sofort im Foto fest. Die Leute erzählen ihm, sie hätten die Figuren von den Hügeln heruntergeschleppt. Vieles aber war schon zerstört von Schatzräubern. Die glaubten, im Innern der Statuen gäbe es einen Hohlraum, angefüllt mit Gold. In ihrer Gier griffen sie zu jedem Mittel. Bumm, bumm. Aber Sie müssen mir wirklich glauben, Doktor. Die meisten Sachen stecken noch tief in der Erde. Erste Erkundungen. San Agustin liegt wie eingekesselt auf 1630 Meter Höhe. Preuß schreibt später, man verliert sich hier in eine Sackgasse, als ob man am Ende der Welt sei. Er merkt schon bald, dieses Land am Ende der Welt wurde irgendwann total auf den Kopf gestellt. Die Indianer haben buchstäblich Berge versetzt, Hügel abgetragen und Senken mit Erdreich aufgefüllt. So entstanden künstliche Terrassen und planierte Flächen. Das ist ja fantastisch. Dann sehen Sie die wenigen Figuren, die noch aufrecht stehen. Ein Adler packt eine Schlange am Kopf. Bloße Naturbeobachtung? Oder mehr? Vielleicht der ewige Kampf zwischen den Mächten des Himmels und der Erde? Dann dieser Mann. Überdimensionaler Kopf, gefräßiges Maul mit Reißzähnen wie eine Raubkatze. Auch er hält eine Schlange. In den Wäldern um San Agustin wimmelt es von Schlangen. Gefürchtet wird vor allem die äußerst giftige Korallennatter. Die Indianer nennen sie den bunten Tod. Preuß überlegt. Welcher Mensch nimmt schon eine Schlange in die Hand? Ein Arzt vielleicht? Ein Priester? Ein Verrückter? Oder jemand, der manchmal alles zusammen ist? Ein Schamane in Trance? Telesforo! Telesforo! Telesforo, was ist los? Nichts, Doktor. Heute ist ein verdammt heißer Tag. Na schön, mach die Maultiere fertig. Si, Senor. Der Estrecho, die engste Stelle des Rio Magdalena. Ein tödlicher Wasserwirbel. Kein Übergang für das Forscherteam. Wenn sie von ihren langen Ausflügen heimkehren, arbeitet Preuß noch bis in die Nacht. Nebenbei hat er ein paar Männer engagiert, die für ihn nach verborgenen Statuen suchen. Erlauben Sie, Dr. Preuß? Ja, natürlich. Kommt rein. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Heute Nacht ist es ziemlich kalt, Doktor. Du hast recht, es ist lausig kalt. Kannst du mir sagen, wo du die Statue gefunden hast, Carlos? Auf dem Alto de los Ídolos. Alto de los Ídolos? Wo genau ist das? In Richtung Sonnenaufgang. Und wie viele Statuen sind es? 5 oder 6, glaube ich. Und du, Felipe? Ich habe in Bordones, ganz nah am Wasserfall, sehr viele Gräber gesehen. Morgen brechen wir sehr früh auf. Salut. 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 Salut.
Aufbruch zum Hügel der Geister. Preuß gibt sich nicht mehr damit zufrieden, den traurigen Bestand an sichtbaren Figuren zu registrieren. Er wird zum Archäologen, will ausgraben und aus vielen Scherben den zerbrochenen Spiegel der Geschichte wieder zusammensetzen. Hier fangen wir an. Hack das Zeug vorsichtig ab. Aufpassen. Ungewöhnliche Erhebungen im Gelände. Da könnte man fündig werden. Achtung, nicht so hastig. Allmählich bekommt Preuß einen Blick für verräterische Stellen in den dschungelbedeckten Bergen. Hey, ich bin auf einen Stein gestoßen. Scheint ein ziemlich großer zu sein. Vulkangestein. Ein mächtiger Felsblock, das ist sicher. Aber wurde er auch von Menschenhand bearbeitet? Tatsächlich, eine Statue. Das hier, vielleicht Ohren mit Schmuckscheiben. Jetzt ist Preuß bei den Augen. Einige Meilen weiter südlich. San Agustin öffnet sich der Welt. Aber der Preis für die neue Straße ist hoch. Viel zu hoch. Die Figur auf dem Hügel sieht zunächst aus wie viele andere. Gib mir bitte den Schaber. Was sie aber so unverwechselbar macht, sind die Gegenstände in ihren Händen. Links ein Spitzhammer und rechts eine Art Meißel. Haben die indianischen Steinmetzen hier einen der ihren dargestellt? Oder gar den Gott der Bildhauer? Bei dieser Bezeichnung wird es bis heute bleiben. Die Stange muss noch tiefer unter die Statue, Carlos. Ja, so. Die ersten Opfer des Straßenbaus werden ins Dorf gebracht. Menschen aus San Agustin, erschlagen von ihrer eigenen Erde. Nicht bewegen. 21, 22, 23. Fertig. Von diesem Arbeitsfoto wird keiner der Helfer aus dem Dorf einen Abzug bekommen. Uno, dos, tres. Es fehlt an geeigneten Werkzeugen. So müssen die Männer mit Muskelkraft und Baumstämmen den Hebel ansetzen. So ruhe denn mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus, siehe, es wird der Tag kommen, da wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab und zu den Hügeln, bedecket uns. Endlich liegt die zentnerschwere Statue neben ihrem Grab. Die Helfer aus dem Dorf haben sich ihre Pause redlich verdient. Preuß will unbedingt weitermachen, obwohl es schon dämmerig wird. Er weiß, dass er diesen steinernen Koloss nicht mit nach Berlin nehmen kann. Doch er braucht für seine wissenschaftlichen Untersuchungen einen Abguss von ihm. Und der ist nur möglich, wenn man vorher eine originalgetreue Hohlform gemacht hat. Man nimmt dazu starkes, saugfähiges Papier. Es wird im Wasserbad geweicht, mit Knochenleim getränkt und sorgfältig an den Stein gedrückt.
Es ist viel zu spät, um ins Dorf zurückzukehren. In kurzer Zeit steht das Nachtlager. Bevor die Dunkelheit alles verschluckt, muss die Statue fertig werden. Auf die erste Papierschicht kommt eine zweite und dann noch eine dritte, gut verklebt mit Leim aus Kartoffelstärke. Das Ganze muss etwa 2 Tage trocknen. Preuß teilt die Nachtwache ein. Ich hoffe, dass ihr die Statue gut bewacht. Ja. Du, Sixto, übernimmst die erste Runde. Bis, sagen wir, etwa 11. Und du, Philippe, wirst sie dann ablösen. Einverstanden? Si, Senor. Also dann, gute Nacht. Gute Nacht. Oh, gute Nacht. Telesforo, wo sind denn die anderen? Sieht so aus, als ob sie alle abgehauen sind. Die hatten sicher große Angst. Komm mit. Vielleicht glaubten die Männer, der Ort sei mit einem Fluch belegt. Hoffentlich ist unserer Statue nichts passiert. Gott sei Dank. Alles in Ordnung. Die Nacht der Dämonen ist vorbei. Doch sie begegnen Preuß auch am Tag mit geschlossenen Augen. Manche halten schmale Behälter und Schneckenhäuser. Aus den Muscheln stellten die Indianer Kalkasche her. Man füllte das Pulver in Kalebassen und mischte es mit getrockneten Kokablättern. Erst dadurch wurde aus der Pflanze eine leistungssteigernde Droge. Was haben diese Figuren, die den Eingang zu Tempeln und Gräbern bewachen, mit Drogen zu tun? Hier, ahnt Preuß, wird er keine Antwort bekommen. Seine Mumie wartet auf ihn. So nennt er scherzhaft die Statue unter der weißen Papierschicht. Die ist inzwischen getrocknet und lässt sich vom Stein lösen. Nicht als Ganzes, sondern in einzelnen Teilen. Diese sogenannten Abklatsche werden schließlich an der Innenseite mit Kopallack bestrichen, um sie für den Transport zu härten und vor Feuchtigkeit oder Insektenfraß zu schützen. Preuß ist erleichtert. Mit diesen Hohlformen kann er später in Deutschland perfekte Gipsabgüsse herstellen. Du Witzbold. Silvester 1913. San Agustin feiert. Und was ist das da drüben? Das kennen Sie noch nicht, Doktor? Das ist ein Hahnenkampf. Silvester ist hier kein Tag der Besinnung, sondern ein Ausnahmezustand. Das Dorf ist von allen guten Geistern verlassen und wird umso leichter eine Beute der Dämonen. Tod und Teufel sind dabei.
der geblendete Indianer und die verrückte Kuh, deren Feueratem das Publikum durcheinander wirbelt. Furcht vor Gespenstern und hemmungslose Vergnügungssucht. All das entlädt sich am letzten Tag des Jahres in einem grellen Spuk. Heilige im Angebot, unsere lieben Heiligen, kauft Heilige. Weil die Leute hier abergläubisch bis in die Herzgrube sind, machen die Hausierer mit ihren Engeln und Märtyrern glänzende Geschäfte. Und weil der Alkohol in Strömen fließt, kommen auch die Wanderhuren auf ihre Kosten. Irgendwann in dieser Nacht tauchen auch die Matachines auf. Harmlose Spaßmacher nach altspanischer Tradition. Später, zu Hause, wird Preuß auch an diese Menschen denken. An ihre Musik, ihre Maskeraden, die ihn, so schreibt er, in eine fremde, heitere Welt versetzten. Die Welt derer, die das Land einst beherrschten, war alles andere als heiter. Sie hinterließen eine beklemmende Fülle von Symbolen des Grauens. Allein der Gedanke an den Tod scheint ihr Leben bestimmt zu haben. Preuß findet mächtige Särge, aus einem einzigen Felsblock gehauen, mit Zapfen an beiden Enden. Wofür? Um sie zu transportieren? Ausgeschlossen. Die Steinkisten sind viel zu schwer. Manche haben eine Ausgussrinne. Wurden die Toten dadurch mit Getränken versorgt, wie das bei einigen Indianerstämmen Brauch war? Oder sollte die Seele des Verstorbenen hier ein- und ausschlüpfen? Alles nur Vermutungen, zumal die Särge leer waren. Keine Knochen, keine Grabbeigaben. Und dann sind da diese Monster, halb Mensch, halb Tier. Im Begriff, kleine Kinder zu verspeisen. Indizien für Kannibalismus, für einen grausamen Opferkult? Oder fressen die Dämonen die kleinen Wesen gar nicht, sondern ziehen sie aus ihrem Maul heraus? Am geheimnisvollsten sind für Preuß jene Statuen, denen eine zweite Person aus dem Kopf wächst. Wenn man sie von der Seite betrachtet, erkennt man, dass der Doppelgänger tierische Züge annimmt. Ist es ein Schutzgeist, der sich in verschiedene Wesen verwandeln kann? Hat der Bildhauer diesen Zwitter im Traum gesehen oder unter Drogeneinfluss eine Vision gehabt? Preuß ist ratlos. Er ahnt, dass er die Wurzeln dieser rätselhaften Symbolsprache woanders suchen muss. Diese Idee setzt sich fest, als er auf solche außergewöhnlichen Grabplatten stößt. Das sind eindeutig Krokodile. Aber hier oben auf 1600 Meter Höhe hat es diese Tiere nie gegeben. Die Schöpfer der steinernen Bestien können sie nur im Tiefland des Amazonas gesehen haben. April 1914 auf dem Rio Orteguasa, einem der zahllosen Quellflüsse des Amazonas. Preuß und seine Helfer reisen zu den Huitoto. Ihre Heimat liegt zwar östlich der Cordillere, aber doch ziemlich nahe bei San Agustin. Und, was für den Forscher ganz wichtig ist, diese Indianer leben noch nach jahrhundertealter Tradition, fern von europäischem Einfluss. Im Zentrum des Dorfes steht die Maloca, das riesige Versammlungshaus. Dort erwartet sie der Häuptling, dem sie ihr Vorhaben erklären und Geschenke überreichen. Telesforo, zeig bitte dem Häuptling das Fass mit dem Salz.
Während die Frauen Maniok für das Begrüßungsessen zubereiten, verkünden mächtige Signaltrommeln die Ankunft der Fremden. Diese Trommeln bilden immer ein Paar. Die größere ist weiblich, die kleinere männlich. Sie haben zunächst einen praktischen Zweck. Als Urwaldtelegraf, mit dem man sich über weite Entfernungen verständigen kann. Jeder Schlagrhythmus enthält eine Botschaft. Preuß ist fasziniert von diesen ursprünglichen Instrumenten. Er möchte unbedingt ein Exemplar kaufen. Aber der Häuptling lehnt ab. Eine einzige Trommel koste mehr als eine ganze Viehherde. Außerdem sei sie ein heiliger Gegenstand, denn in ihr hausten die Seelen der Ahnen. Jetzt schaut Preuß genauer hin. Mit ihren Außenzapfen und Schlitzen erinnern ihn diese Trommeln an die steinernen Sarkophage von San Agustin. Klar, die hatten eine andere Funktion, aber auch sie dienten den Geistern der Toten als Wohnsitz. Auch beim Geräusch der Coca-Stampfer, mit denen die Männer die gerösteten Blätter des Strauches zu Pulver zerstoßen, hat Preuß die Statuen aus dem Hochland vor sich. Noch mehr Zusammenhänge mit San Agustin hofft Preuß in den Mythen und Gesängen der Witoto zu finden. Wir haben keine Schrift, sagen die Indianer. Unser Papier ist die Stimme. Lieder und Sagen sind Teil ihrer mündlichen Überlieferung und wurden noch nie aufgezeichnet. Preuß macht sich als erster daran, diese Stimmen aus der Vergangenheit festzuhalten. Dabei hilft ihm nicht nur ein Indianer, der ganz gut Spanisch spricht und den Dolmetscher spielt. Jetzt kommt sein Phonograph zum Einsatz. Ein Gerät, das Töne aufzeichnen und wiedergeben kann. Für die Witoto ein wahrer Zauberkasten. Der Kacike sagt, er hat 5 Männer ausgewählt, die Geschichten und Mythen ihres Volkes erzählen werden. Sehr schön, dann fangen wir an. Gut. Auf die Metallrolle kommt eine Wachswalze. Dann wird der Aufnahmekopf mit der kleinen Nadel justiert. Ihr bitte als Erster. Der Witoto erzählt, wie die Welt entstand. Am Anfang war das Wort und schuf den Urvater. Und der brachte das Wasser hervor. Mitten im Wasser zog er dann eine Pflanze und eine Schlange aus seinem Körper. Preuß stellt den Apparat auf Wiedergabe um. Zwar legen die Indianer schon bald ihre Furcht vor dem Zauberkasten ab, doch die Sprachaufnahmen gehen nur mühsam voran. Tagsüber, wenn Preuß Zeit hat, arbeiten die Männer. Erst bei Nacht, wenn ihnen Coca und andere Drogen die Zunge lösen, sind sie bereit, von ihren Göttern zu sprechen. Dann aber kann sich Preuß kaum noch konzentrieren. Und dann kommt noch ein schwerer Vorwurf.
Bei uns bezahlt man eine Geschichte nicht mit Geld, wie du es tust, sondern erzählt dafür eine andere. Du aber erzählst keine einzige Geschichte. Wir erfahren von dir überhaupt nichts. Wenn Preuß seine Wachswalzen abhört und übersetzt, findet er häufig Parallelen zu den Statuen im Hochland. So berichten die Witoto, ihr göttlicher Urvater habe die Natur erschaffen, indem er eine Pflanze oder ein Tier aus seinem Mund herauszog. Die Monster von San Agustin müssen also keineswegs Menschenfresser darstellen. Sie können auch, ganz im Gegenteil, einen Akt der Schöpfung symbolisieren. Und was ist mit dem zweiten Ich, dem tierischen Doppelgänger? Preuß wird Zeuge einer nächtlichen Krankenheilung. Der Patient kann sich kaum noch bewegen, klagt über starke Schmerzen im Rücken. Der Zauberpriester und seine beiden Helfer sind heute Nacht auffällig geschmückt. Aber nur der Schamane trägt die Häute von zwei getöteten Boas. Und nur er hat stundenlang Yahe, den Sud aus einer Liane, getrunken. Nach dem Genuss der halluzinogenen Droge ist der Zauberer in Trance. Er hat jetzt das zweite Gesicht und sieht die bösen Geister, die den Körper des Kranken befallen haben. Wenn er aber in die Haut einer Schlange oder das Fell eines Jaguars schlüpft, übertragen sich Stärke und Klugheit dieser Tiere auf ihn und er kann die Menschen von ihren Leiden befreien. Gut möglich, dass die Magie der Schamanen bis ins Hochland vordrang und die Bildhauer dort beeinflusst hat. Nach 3,5 Monaten eifriger Studien nimmt Preuß Abschied von den Urwald-Indianern. Ihr Europäer seid wie die Flöhe. Erst saugt ihr alles aus und dann verschwindet ihr wieder. Zurück in San Agustin. Die Erkenntnisse aus dem Land der Witoto sind ein Schlüssel zum Labyrinth der Gräber und Statuen. Diese gewaltige Anlage war kein Ort zum Wohnen, aber auch kein Friedhof, sondern ein riesiger Kultplatz, wo Menschen nur zu bestimmten Zeremonien zusammenkamen, um ihre Ahnen zu verehren und ihre Toten zu feiern. Plötzlich ändert sich alles für Preuß. Er muss San Agustin verlassen, zieht in ein kleines Hotel nahe der Hauptstadt, lebt völlig zurückgezogen. Was ist passiert?
Die Menschheit hat ihren ersten Weltkrieg. Kolumbien bleibt neutral, doch der Schiffsverkehr mit Europa ist unterbrochen. Preuß kann nicht nach Hause. Er nutzt die fatale Zwangspause, hört die Walzen seines Phonographen ab, schreibt die indianischen Texte nieder und übersetzt sie ins Deutsche. Während die Heimat im Chaos versinkt, bringt er Ordnung in eine fremde Kultur. Über 2000 Jahre war sie am Leben, bis sie lautlos verschwand, ohne dass ein Krieg sie ausgelöscht hätte. So viel ist sicher. Preuß arbeitet am Manuskript für sein Buch über San Agustin. Und meine mir ans Herz gewachsenen Wesen. Oktober 1919. Der Krieg ist schon fast ein Jahr vorbei. Aber erst jetzt kann Preuß zurück nach Deutschland. An der Mole von Puerto Colombia wartet er auf sein Schiff. Noch 3 Stunden, Senior. 3 Stunden. Eher kommt das Schiff nicht. Würden Sie auf meine Sachen aufpassen? Sie, Senior. Puerto Colombia. Es ist dieselbe Stelle, an der er, lang ist's her, den Boden Kolumbiens betrat. Er war am Ende der Welt, wie er schrieb. Jetzt wollte er ans andere Ende dieser Welt, wo eine ganze Epoche zu Ende gegangen war.